So kenne ich dich halt. Ich hatte heute übrigens meine erste Fahrstunde, wollte ich mal einbringen. Und wie war's? Ja, war echt cool. Ich habe nicht fast einen Unfall gebaut. So wie ich in meiner ersten Fahrstunde. Ja, ich habe nur zweimal abgewürgt. Was? Ich habe mehrmals abgewürgt. Oh, ich habe nur zweimal abgewürgt. Aber es war mir auch ein Spaß. Hey, lasst mir doch mal die Kupplung los! Ich habe das am Anfang echt nie verstanden. Das ging eigentlich bei mir. Oh, ich habe mal wieder Stufenaufstieg. Kann ich hier jetzt das Geld? Ja. Gut. Gott, was sind das eigentlich für dicke Oschis da hinten? Skeptiker-Konstrukte. Mach den Weg frei, Schlachtkonstrukt im Anmarsch. Hui. So, Meucheln brauche ich nicht. Hallo, warum kann ich hier diese Sachen nicht... Hä? Was ist denn da vorne los? Ach, das ist der Nachtmar LX-Zorg 3000 oder wie? Aber ich muss hier noch zwei komische Schädel einsammeln. Ich laufe einfach mal dem Nachtmar hinterher. Nein, ich laufe dem Nachtmar nicht hinterher. Der tötet alle Monster so schnell, ich kann sie nicht töten. Wo bist denn du? Ich sammle hier noch zwei von diesen Schädeln, weil ich war im Moment vorhin um mein Quest. Ich muss die Streitkräfte verstärken. Du auch? Moment. Oh, das sind spröde Skelette. Wie süß. Oh Gott, das ist so schlimm. Ich habe exakt die gleichen Skills wie im WoW. Echt? Ja, ich habe einen Skill, der einen für 45 Sekunden lang betäuben kann, wenn ich im Stealth bin. Das ist so wie Kopfnuss. Hm. Da habe ich so einen Meuchelskill. Also das ist... Aber man sagt ja auch immer, besser gut geklaut als schlecht selbst gemacht, ne? So, jetzt habe ich alle Schädel. Was brauchst du für Schädel? Ich brauche gar keine Schädel. Ja, ich hab die ja jetzt schon. Das war die Quest, die du gerade gemacht hast, aber ich war so verplant und hab mir hier natürlich mal wieder Was Kacke passiert gebaut. Denn hier grad? Ich glaube, wir müssen da runter. Ich weiß nicht, wo du bist, ich hab meine Quest noch nicht. Doch, du läufst gerade auf mich zu. Du siehst mich übrigens auch als, auf der Map als einen Punkt. Ich weiß, aber ich muss hier jetzt erstmal meine Quest abgeben. Dann warte ich natürlich auf dich. Oh, Patrick, du bist so nett und lieb. Ich bin der Wahnsinn einfach. Ja. Oder hat sich gerade geschüttelt? Sollte ich das auch sagen können? Ja, natürlich. So, ratsch-tatsch. So, Lennart, dann komm doch mal herbei, ich muss oder? Die Streitkräfte der Skeptiker Rubicon. Habe ich hier noch Punkte drüber? Ja, ich glaube, wir haben dieses Spiel jetzt schon länger gespielt, als wir normalerweise beim Let's Move spielen, oder? Kann das sein? Ist doch egal. Ach, das ist doch scheißegal. Scheiße, ich krieg hier gerade Schaden, glaube ich. Lennart, jetzt komm halt mal. Ich weiß ja nicht, wo du bist. Doch. Warum bist du denn hier? Weil wir hier runter müssen. Sicher? Nein. Oh Mann, jetzt sind wir... Also ich bin jetzt hier unten. Unser Questmarker zeigt doch wo ganz anders hin. Oh ja, da oben. Ich habe gedacht, wir müssen da runterspringen. Ja, ich habe ja die super Beschleunigung, mit der ich nicht diesen Berg hochspringen kann, wie mir scheint. Nein, ich kann mit der super Beschleunigung nicht den Berg hochspringen. Am Arsch. Hügibärtchen, was machst du denn schon wieder? Du kriegst so viel Schaden, mein Freund. Ich werde hier von allen Seiten angegriffen. Ach, hier bist du ja. So, ich. So, hier kann ich nochmal Loot klauen oder so. Bist so ein Arschloch. Ja. Ich versuch mal mit der. Ich hab gedacht, wir müssen da runterspringen, aber was zum Fail. Ich glaube, wir müssen. Ja, ich glaube, wir müssen da hinten. Da hoch so runterlaufen. Ja. Also, so sehe ich das jedenfalls. Ich sehe das auch so. Ne, aber meine erste Fahrstunde war eigentlich echt ganz in Ordnung. Das einzig Riskante, würde ich jetzt mal sagen, was ich gemacht habe, war. Da hatte ich etwas abgebremst, glaube ich. Ja, gehört auch dazu. Aber ich denke nicht, dass das irgendwie schlimm
mal. Ich weiß nicht, ob wir hier richtig sind. Doch, wir müssen hier hoch. Wollen wir wetten? Ah ja, okay. Ich würde da meinen Penis drauf verwenden, Patrick. Also ich hab in meiner ersten Fahrstunde einen Fassunfall verursacht. Also was heißt ein Fassunfall? Ja, was genau hat sich da eigentlich zugetragen? Ich bin da halt lang gefahren und hab nicht gecheckt, dass ich irgendwie auch rechts vor links beachten muss. Und da ist halt gerade eine Person von rechts gekommen und naja, sie hat zum Glück gebremst. Ich hab gedacht, das ist nur beim Fahrradfahren so. Hier probieren wir einfach mal. Ja. Aber so. Da stehen so ein paar werte Herren, die wir auch ignorieren. Okay. Moment mal. Hm? Ich klick mal M. Doch, wir sind auf dem richtigen Weg. Ja, ja. Hier, aber den Marodeur hier, den können wir noch mal exekutieren. Ich habe ja auch ein paar coole neue Zauber bekommen. Ja. Was kannst du mit denen so? Oh, hier steht wieder so ein X-Ten. Flammenstrahl und eisiger Wirbel. Überzorg. Oh, Rubicon, welch einfallsreicher Name. Hey, das habe ich eben schon mal gehört. Ah, hat der Rubicon nicht was mit Cäsar zu tun? Alle Würfel sind gefallen, wenn Julian das letzte Wort hat. ich muss mit Stavel Rosso bei der Zeitmaschine reden. Ja, ja, ich auch. Ich weiß, so, wo ist denn diese wunderbare Zeitmaschine? Weiter hier noch. Müssen wir einfach weiterlaufen? Ah, okay. Ja, ja. Da vorne ist auch schon eine Quest annehmen, ja. Okay. Oh, was? Wer weint denn geht da? Geht in die Vergangenheit. Dort wird Sanuran Relvin die Freimarkt, die Lebensform, Formel für Auserwählte entgegengeben. Ich habe gerade verstanden, okay. Begebt euch in die Vergangenheit. Aber ja, wir begeben uns auch in die Vergangenheit im Endeffekt. Man, Effect! So, das ist Stabel Rosso. Stabel Rosso! Der Italienische, ich bin bereit, aktivierte das Gerät. Gott. Patrick. Wo müssen wir denn jetzt hin? Was nicht. Regulus scheint den Temporalstrom zu blockieren. Gott. Nein, Regulus. Oh nein, nicht den Temporalstrom, Regulus. Nein, was passiert? Gott. Das hört sich böse an. What the fuck? Dachtet ihr, mein Gebieter würde euch so einfach entkommen lassen? Ja. Wenig wie die oh Gott, was ist denn das da über uns? Oh Gott! Tentakulos wohl eher. Deine Mutter. Nee, die hat keine Tentakel, soweit ich weiß. Oh Gott, hier spawnen jetzt bestimmt überall Monster. Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße. Oh, 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 Schattengeborener Schrecken, ich töte dich. Zum Glück sind wir zu zweit. Alleine hätte ich da gar keinen Bock drauf. Ah, der bewegt sich jetzt langsamer, wie süß ist das denn? Ich bin einfach mal execute. Ey, der haut auf den unseren Italiener ein oder die Maschine, ich weiß nicht. Was von bei. Unser Italiener. Ja, den Stradivari Stracciatella oder wie der heißt. Keine Ahnung. Können wir noch nicht diese halbnackte Domina Sadomaso Dämonen angreifen? Oder müssen wir weiter die Schattengeborenen. Das mit den Knechten zu geben. Wir sind übrigens im September auch in Italien, da werdet ihr wahrscheinlich dann aber trotzdem mit Folgen versorgt werden. Wollte ich nochmal ganz kurz anmerken. Uns auch mit Stradivari. Oh Gott, was ist das? What the fuck? Es ist Gollum! Ich glaube, Gollums großer Bruder ist das. Ja, Gollums großer Bruder, genau. Oh, Phase abgeschlossen. Oh, ein Jutestoff, den brauche ich da. Oh Gott. Ich glaube, nein, die will jetzt gegen uns kämpfen. Nicht, solange ich noch atme. Los, angreifen. Ja, dann hör mir doch, dann sorgen wir doch mal dafür, dass du nicht mehr so lange atmest, oder? Dein Ende ist überfällig. Wieso drei? Was ist das denn? Das ist ja gerade echt so crazy shit Bosskampf und so, ne? Ja, bestimmt. Ja, voll anstrengend. Ich drück 1, 2, 3. 3, 2, 1. Oh Gott, wir sterben ja alle. Stapel, die Zeit wird knapp. Öffnet das Portal. Stapel, die Zeit wird knapp. Stapel, die Zeit wird knapp. Oh Mann, diese Namen immer. Ey, was kann der Italiener überhaupt? Oh Gott! Ist das Stradivari persönlich? Ja, das habe ich geglaubt. Das ist Mozart. Das ist Mozart. Wir sollen ins Portal. Das ist tatsächlich Regulus.
Regulus, der Abscheuliche, der Vernichter der Welt. Der. Wir würden uns kampflos geschlagen geben. Ja. Mit rhetorischen Fragen, ey. Los, ab ins Portal, Patrick. Der Temporalmatrix ist stabil. Oh. Spannt euch den Weg in die Vergangenheit. Oh ja, bei mir auch. Und berichtet dort von der düsteren Zukunft. Oh, wir sollen in der Vergangenheit von der düsteren Zukunft. Die Kulte werden die Drachen freilassen. Der Bann wird fallen. Oh. Und Regulus wird Telara heimsuchen, um uns für alle Zeiten... Die Drachen sehen aber jetzt nicht so schön aus. Sie sehen eher schlimm aus. Oh nein. Haltet ihr diese Entwicklung nicht auf? Werde ich alles, sterben. Wofür wir gekämpft haben, alles, wofür wir gestorben sind, umsonst gewesen sein. Wieso? In der Vergangenheit lebt ihr doch noch, ihr Bitches. Ihr könnt den Lauf der Geschichte ändern. Oh, ihr Herz. Ihr müsst Telara eine neue Zukunft geben. Doktor. Crazy shit, Mann. Das heißt, wir waren jetzt gerade in der Zukunft und haben es nicht gepackt. Ja. Unten klicken und rift ja. Auf. Nein, danke. So, wollen wir hier erstmal pausieren? Ja. Mit dieser Aufnahme? Ja, abonniert uns, kommentiert uns und habt uns ganz Müsst ihr natürlich nicht nur, wenn euch das Video gefallen hat, beziehungsweise das, was wir machen. Am besten wäre es, wenn ihr kommentieren würdet. Kommentare haben wir ziemlich wenige. Also eigentlich haben wir in letzter Zeit sogar recht viele, okay, aber der Patrick, der liebt gerne. Die sind nicht unbedingt auf die Videos bezogen. Naja, darum geht's hier eigentlich gerade nicht. Patrick, sei einfach leise. Ich halte jetzt meine Fresse Mal und... Haut rein und kackt euch nicht ein, Freunde, danach. Ja, immer schön auf die Toilette gehen. Ciao. Tschüss.